Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch mal wieder zeigen, wie man was drechselt. Und hier am Anfang vom Video will ich euch noch die Information geben, dass die Drechselkurse mittlerweile online sind. Das heißt, wenn du einen Drechselkurs bei mir belegen willst, dann ist das jetzt möglich. Und ich zeige dir mal kurz, an welchen Maschinen du dann arbeiten wirst. Hinter mir siehst du die Drechselbänke. Das sind auch nur 3 Stück, denn diese Kurse werden mit wenigen Personen immer nur stattfinden. Das heißt, 3 Leute werden kommen und ich werde halt eben zeigen, wie das funktioniert. Jeder hat seine eigene Drechselbank, seinen eigenen Arbeitsplatz, natürlich alle Drechseleisen, die man halt eben braucht, Zusatzwerkzeug, Schleifpapieren, Spannfutter, also alles, was man halt eben zum Drechseln braucht. Das werde ich dir an dem Tag dann heute auch eben stellen und vor allen Dingen werde ich dir dann auch zeigen, wie man die benutzt. Du weißt noch nicht genau, ob Drechseln was für dich ist oder du hast gerade noch große Lücken am Anfang, wenn du anfängst zum Beispiel, dann besuch mich doch sehr, sehr gerne. Spätestens nach diesem Tag wirst du wissen, wie man die Werkzeuge benutzt, welches Holz man benutzt und. Diese ganzen Informationen wirst du dann nach diesem Tag wissen und noch besser an deinen eigenen Drechselprojekten arbeiten können. Jetzt fangen wir mal mit dem Projekt an. Ich habe hier ein schönes Stück Apfel, glaube ich mal, dass es das ist. Das habe ich damals noch selbst aufgetrennt. Ich war mir nicht sicher, ob ich es noch verwenden kann, weil hier sehr, sehr viele Wurmlöcher mittlerweile drin sind. Ich habe mir hier schon ein Stück markiert. Das werden wir jetzt als erstes mal an der Bandsäge raustrennen und dann können wir noch genauer sehen, ob das Holz hier gut ist für das Projekt, was wir halt eben heute drechseln wollen. Also die Farbe vom Holz ist schon mal wirklich genial. Jetzt hoffe ich auch nur, dass wir genug Material später für das spätere Projekt halt eben haben. So, unser Rezess ist angedrechselt. Als nächstes können wir das Ganze umspannen. Leider sind wir jetzt doch ein bisschen dünner vom Durchmesser geworden als zunächst gedacht. Aber daraus können wir trotzdem immer noch was sehr Schönes drechseln. In meinem Kurs gehe ich auch übrigens sehr genau darauf ein, in welcher Reihenfolge es halt eben Sinn macht, sowas herzustellen, weil da gibt es schon ein paar Sachen, die man beachten sollte, damit man vor allen Dingen auch sicher drechselt. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier diese Seite abplanen, denn dann müssen wir uns erstmal um die Stirnseite kümmern, denn da müssen wir zunächst was machen, denn später werden wir das nämlich nicht mehr machen können, weil sonst das gesamte Teil zu instabil wird. Das hier ist die Oberfläche direkt nach dem Schaben und das ist wirklich ganz, ganz toll. Da soll mal noch jemand sagen, dass man mit dem Schaber nicht viel anfangen kann. Wir haben jetzt hier diese Seite fertig bearbeitet. Jetzt können wir den Reitstock wieder dazu bringen, um die nötige Stabilität ins Holz zu bringen, damit hier nichts später anfangen tut zu vibrieren. Thank you.
Das hier ist wirklich ein Paradebeispiel. Ein Drechselprojekt muss nicht gerade groß sein, damit es ein schönes Projekt ist. Das hier war wirklich anspruchsvoll zu drechseln, gerade mit dieser Detailformröhre hat das hier wirklich viel Spaß gemacht, das herzustellen. Und das hier kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das ist alles sehr, sehr schön gleichmäßig, wir haben keine rauen Stellen, alles passt wirklich wunderbar. Und das hier ist, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass auch kleine Drechselprojekte sehr, sehr viel Spaß bei der Herstellung sein können und vor allen Dingen auch sehr, sehr lange und viele Jahre einem Freude bereiten können. Wenn du weitere Informationen haben möchtest, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findest du auch ein paar Drechseleisen, die ich heute benutzt habe und vor allem das Holzfinish. Das hier ist wunderschönes Holz und ich bin echt happy, dass ich das hier nicht klein geschnitten habe und verfeuert habe. Also, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Drechselprojekt oder im nächsten Holzprojekt oder vielleicht auch Metallprojekt. Tschüss.